Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Most Wanted. Unseren roten Rennkobalt haben wir jetzt fertig gemacht, wobei Kobalt ja eigentlich immer ein blaues Material ist. Und ja, wir können Sonny challengen. Dann machen wir das doch gleich mal. Zwei Rundkursrennen. Na dann, Sonny Boy. Das Sonny Boy. Wir machen dich fertig, Kollege. Hab ich jetzt so beschlossen. Ja. So ganz spontan. Sonst muss er mit den Fahrrädern da hinten links fahren. Aber schaut geil aus mit dem schwarz-blauen Streifen auf dem roten Auto. Damn sexy. Was ein Poser. Immerhin haben wir beide BBS-Felgen. Und beide Frontantriebe. Sehr schön. Klar, dass er ein bisschen besser abzieht. Er hat ein bisschen mehr Kohle. Meine Kohle hat eigentlich gereicht, um das volle Leistungstuning zu machen. Aber okay. Und vor der ersten großen richtigen Kurve haben wir ihn eingeholt. Ja, gib mir ruhig einen Schubfer mit aufs Heck. Hilft mir nur, um rumzukommen. Aber mach deinen Dachspoiler weg, Kollege. Es schaut doch krampfig aus. Wann waren denn Dachspoiler bitte schön beliebt in der Tuning-Szene? Zumindest bei Need for Speed immer so Sache, die ich gerne außen vor lasse. Außer in Underground 2, da musst du es teilweise machen, um einen Stufe 10-Sterne-Wagen zu bekommen. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn du Need for Speed Underground 2 sehen willst hier auf dem Kanal, dann schreib's ruhig in die Kommentare. Dann kümmere ich mich drum. Was war los, Sonny? Angst gehabt vor dem Fernsehwagen oder was? Angst gehabt, dass dich Mama sieht und wieder daheim verprügelt. So. Ah, die Musik ist halt wieder mal absolut on point. Also das meine ich echt positiv. Es ist schön, das wieder mal so zu hören. Du, was guckst du denn, wenn ich dich links überhole mit 170 Sachen, hä? Und Sonny hat sich... Ach, wahrscheinlich, weil Sonny sich quergestellt hat. Soll mir recht sein? Kommt auch Rad. Jetzt ist er wieder. Jetzt ist er wieder am Start. Sehr gut. So, Runde 1 ist vorbei. 2 ist am Start. Und wir haben einen guten Vorsprung. Vorne uns über 500 Meter. Ja gut, jetzt holt er wieder ein bisschen auf, ist klar. Aber nicht wirklich. Ah, ja. Lieber die Leitplanke als das Auto, weil die Autos werden auf einmal 10 Tonnen schwer und bremsen, wie doof. Das ist auch so eine Sache in Rennspielen. Bei vielen, dass die Autos auf einmal schwer werden und bremsen und du kannst sie nicht mehr wegbewegen. Ganz komisch. Aber okay. Und ist es eigentlich so klug, die Uni von der Stadt hier so nah am Footballstadion zu haben? Ich weiß ja nicht. Also wenn ich ein junger Student bin und... Football-Fan, dann wäre ich ja wohl eher beim Football-Spiel, als statt zu lernen, oder? Ganz ehrlich. Aber gut. Anderes Thema, darüber kann man sich streiten. Ich habe genug Studenten kennengelernt, die selber sagen, die wahrscheinlich nichts auf die Reihe bringen, wenn sie sich nicht mal dahinter klemmen. 10 Sekunden Vorsprung. Sonny Boy, was machst du? Das ist das erste Rennen und das ist... Weiß ich nicht. Die ersten Rennen jetzt sind wirklich noch recht belanglos. Schade eigentlich. Aber wie gesagt, es wird noch schwerer, es wird noch teilweise anspruchsvoller. Ich muss auch mehr mit diesem Speedbreaker arbeiten, den wir in der ersten Folge mal gesehen haben, ganz kurz. Ach ja. Schön, wie unser Charakter übrigens im Auto weder eine Schalt- noch eine Lenkbewegung noch sonst irgendwas macht. Ich glaube, bis es Lenkbewegungen gab, hat es schon noch ein paar Jahre gedauert, ne? Videospielen. Und Rennen Nummer 1 ist durch, Sonny. Kannst du schon mal den halben Golf geben? Ja, zumindest das Innere. Das Äußere, mein Gott. Ich kann den Kobalt auch umbauen. Jetzt geht's in die Highlands. Ach, die Strecke heißt Highlands. Ich hab doch selber keine Ahnung. So. Wieder zwei Runden. Natürlich zieht er erstmal wieder ab, weil er... gut Bums hat. Aber in der Kurve sind wir wieder schneller.
Der Kobalt schaut gar nicht mal so schlecht aus jetzt, ne? In dem Rot mit dem Spoiler und den Felgen. Von vorne schaut er recht langweilig, zen-mäßig aus. Ding. Achso, ich nehme die Abkürzung von mir aus. Oh, das ist sogar besser, die Abkürzung. Mist, stimmt. Total verplant. Komm jetzt mit mehr Schwung raus. Deutlich mehr Schwung. Hey. Ah, wir haben ja noch eine Runde. Sonny Boy. Ich weiß, ich würde aufhören, ihn Sonny Boy zu nennen. Was auch immer das rote Auto da gemacht hat. Aber er hat Probleme in Kurven, habe ich das Gefühl. Hm? Und auch später, oder auch generell beim Topgas. Topgas heißt schon Vollgas. So, Topgas. Wer kennt sie nicht? Die wunderbare Autoshow Topgas. Mhm. Ist Top Gear Grand Tour. Alter, Topgas ist der heiße Scheiß. Ich mach's gerade selber unnötig spannend, merke ich gerade. Weil ich schlecht gesprungen bin. Ich hoffe, ich gewinne das jetzt hier schon noch, ne? Ist eigentlich keine Lust, nochmal neu zu starten. Vor allem nicht beim ersten Blacklist-Gegner. Komm schon. Dass wir jetzt die Abkürzung einmal nicht genommen haben und einmal blöd gesprungen bin. Und rein da! Okay. Wir machen einen Neustart. Das ist ja peinlich. Neustart. Wahnsinn. Tut mir leid. Aber ich bin auch so aufgeregt. Ich gebe es ehrlich zu. Ich bin aufgeregt, dieses Spiel zu spielen. Ach ja, es ist so schön. Mal schauen, wie weit ich heute spiele. Mal gerade so eine Aufnahmesession. Mal gucken, wie vielen Blacklist-Gegnern ich heute ankomme. Nein, ich werde es nicht am Stück durchspielen. Das wäre schon hart. Das wäre schon hart. Also ich glaube, wenn es jemand wirklich am Stück durchspielt, das Spiel. Herzlichen Glühstrumpf. Aber dann mit allen Rennen und Herausforderungen, ne, die man so machen kann. Dann, boah, das ist aber schon zu tun. Das ist nämlich jetzt nicht unbedingt ein kurzes Rennspiel, wenn man es so sehen möchte. Da gibt es schon ein bisschen was zu tun. So, und ich weiß nicht, warum ich vorhin nicht gesehen habe, wo es hier lang geht beim Sprung. Keine Ahnung. Ein bisschen knapp vor Sonny. Ich weiß auch zum Beispiel 10 Sekunden schneller als vorhin. Hau mir noch eine rein, ist in Ordnung. Oh, ich muss ganz schön abbremsen, ne? Während ich die Kurve Vollgas nehme. Jetzt gibt auch Gaskeule. Komm schon. Und ja, fast überholt. An sich sind wir halt schon mal das schnellere Auto im Moment. So. Gutes Fahren wird belohnt mit einem ersten Platz. Hoffentlich. Ne? Ne, vorne habe ich einfach den Weg nicht gesehen. Dadurch habe ich dann das Rennen versaut. Ja, ja. Jetzt regnet es auch noch. Toll, während ich hier durch den Dreck fahre. Das Auto schaut danach aus wie Sau. Aber egal. Erster. Sehr schön. 5000 Cash aufs Konto. Ich glaube, auch im Englischen heißt es, oder im Deutschen heißt es auch Cash. Und Sonny ist defeated. You can now select two markers. Marks, ja, diese Dinger hier. Und jetzt wird es spannend, weil, ganz ehrlich, sowas wie Optik-Upgrades oder diese ganzen Upgrade-Dinger, uninteressant. Wir wollen sein Auto. Deswegen fangen wir mal hier an. Oh, jetzt. Alter, nein. Bitte, mach's nicht spannend, Spiel. Yes! Wir haben sein Auto. Jetzt muss ich mir das bloß merken, weil im nächsten Blacklist-Gegner ist das Zeichen 1 weiter rechts. Und dann wandert es immer. Saving Gustav. Lustig. Blacklist 14. Tess, Vince, Killick. Ja, dann. Wohl fährt das gleiche Auto wie wir. Gut, dass wir es auf dem Golf wechseln.
Once Killick Test. Lexus IS300. Nein, nicht das gleiche Auto. Entschuldigung. Wir hätten den Lexus ja wählen können, aber wir haben ja einen Kobalt. Entschuldigung. This crazy fool is a major heat score. Blacklist gave him the name Tess. He hates cops and they hate him. Watch yourself around this guy. He browsed the street of Rosewood looking for newbies. Ja, der Typ hier ist ein Hitzkopf, würde man sagen. Die Blacklist gab ihm den Namen Tess. Er hasst die Cops und die hassen ihn. Und pass auf dich auf, Junge. Oder sei vorsichtig vor diesem Typen. Weil er durchstreift die Straße von Rosewood. Um Neulinge fertig zu machen, könnte man sagen. Once Killick IS300 Lexus Rockwoods. Oh, schaut schon bullig aus von vorne. Tessa. New Cars, New Parts. Sehr schön. Nachdem wir jetzt halt Sony besiegt haben, gibt's neues Stuff. Test put out the challenge. Gut, dann zeigen wir doch erstmal, was wir können. Aber erstmal ins Safehouse mal den Golf angucken, ne? Und auch fahren, bitteschön. Ich hab Bock drauf. Car Select. Golf ist auch deutlich besser als unser Wagen. Nehmen wir den auch mal. So, Blacklist. Machen wir erstmal wieder die Meilensteine. Wir brauchen 50.000 Kopfgeld. 145 km/h oder 150? Jetzt machen wir mal 150. Erstmal die Blitzer, weil die sind eigentlich immer recht easy. Schauen wir mal. Wenn wir so weiter beschleunigen, könnten wir es schaffen. Ja, lockerst. 163 km/h. Schon 160. Mein Gott, ist der Golf ein schönes Auto. Mein Gott, ist das ein schönes Auto. So. Ja, ich wollte mal lange wieder an einem Rennspiel einen Golf fahren. Und jetzt haben wir mal einen 5er Golf. So, 145 km/h waren das, ne? Der Golf beschleunigt halt super gut. Ich glaube, Sonny war einfach bloß zu blöd, vernünftig zu fahren. Hat sich nicht an die Power getraut, die er hat. Das ist ein GTI. Ich weiß ja nicht, wie serienmäßig der Kollege ist. Aber lockerst. Schau dir das mal an, hey. 185 Sachen, hey. Einfach mal 40 km/h schneller als sonst was. Als gewollt. Hey, what's up? It's Mia. Looks like Razor's keeping tabs on you. I guess he never figured he'd see you again. I like the idea that he'll be looking over his shoulder from now on. Keep laying it down out there. I'll call you later. Ja, okay. Razer beobachtet uns, aber ganz ehrlich. Razer ist mir egal. Mess mal. Was müssen wir hier eigentlich machen? Irgendwas müssen wir machen. Staatskosten hochtreiben und 1000 Kopfgeld. Und glaub dreimal Auto rammen. Sollte machbar sein. Nein, wir sind nicht Gustav, wir sind Sonny. Also wenn ihr Probleme habt, Jungs, ne? Er ist schuld. Genau, drei Autos rammen. A Volkswagen. We're driving a Volkswagen, ladies and gentlemen. Muss man Volkswagen driven. Die Kosten hier hochjagen. Zack, 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 zack. So. Auch ein paar Polizeiautos am Start. Geht ein bisschen was. Treibt die Kosten generell etwas hoch. Ich habe zwei von drei Polizeiautos gestrichen. Was zu? Nein, ach, das sind. Ach, Verstöße sind das jetzt. Okay. Das sind Riegelverstöße. Jetzt check ich's. Ja, mein Englisch ist auch nicht so gut. Also, ich verstehe Englisch ganz gut, aber es gibt ein paar Wörter. Brauchst du halt dann auch nicht wirklich im Alltag. Generell brauche ich Englisch eigentlich nie im Alltag.
So wirklich. Deswegen. Hm. Denke ich mal, habe ich ein ganz gutes Englisch beisammen. Ich hoffe es zumindest. Alles durch Spiele und Filme. Und durch Lesen von Texten. Bei Schulenglisch eine gute Basis war. Jetzt fahre ich hier ein bisschen im Kreis, weil eigentlich kann man hier ganz gut so Sachen kaputt machen. Und die Polizei selber ist... Komm schon her. Gut, Kopfgeld ist auch erhöht. Jetzt brauchen wir bloß noch... Ja, super. Gut, das kann man immer noch steigern. Das ist ganz gut, aber das werde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Wo ist ein Auto? Ja, klingt gut. Nutzt Geld. Das hätte ich vorher machen sollen. Es hätte nur ein Auto gefehlt. Egal. Wir haben schon mal zwei Sachen geschafft. Sehr gut. Also, Razer hat das Ganze hier eingeteilt in Bereiche. Und es gibt drei Bereiche. Wo wir sind, ist gerade Rosewood. Dann gibt es halt Camden Beach, den Strand. Und gleich dahinter kommt Rockport. Und in Rockport befindet sich Razer. Und wir wollen nach Rockport, ne? White Fox, ach, White, ja gut, ich weiß nicht, ob die Hauptfarbe weiß ist. Was ich schade finde, dass man solche Lackierungen wie die hier im Moment noch nicht erstellen konnte, oder zum Jahre 2005 noch nicht erstellen konnte. Es geht erst seit ein paar Forza-Teilen, die haben damit angefangen, glaube ich, sowas zu bilden. Was heißt zu bilden, halt sowas zu machen, zu machen lassen, ja. Jetzt brauchen wir halt hier bloß noch 15.000 Kopfgeld. Oh ja. Ah, zwei Polizei. Juhu. Sehr gut. Ja, ja. Schön ist, dass die hier zum Beispiel nicht wie bei Need for Speed Payback eine Lebensleiste haben, sondern... Muss die halt ein paar Mal rammen und dann sind die hoffentlich down. Hoffentlich. Aber die hat schon was aus. Wobei Payback ist jetzt auch nicht schlechter, aber trotzdem. Jetzt sind wir halt schon wieder hier, ne? Das ist eigentlich ganz angenehm, weil du kannst halt wirklich... ein bisschen Kopfgeld sammeln. Und mal gucken, was bei rumkommt. Jetzt haben wir schon mal die Hälfte wieder knapp. Hui, und irgendwie fängt jede Folge im Moment mit Verfolgungsjagden an, habe ich das Gefühl. Das ist die zweite Folge, nicht jede Folge, aber jede Folge, wo es um die Blacklist geht, ne? Weil das immer mein Vorgehen war früher. Erstmal die Sachen machen, die unbedingt sein müssen. Und dann kommen halt die Rennen. Oh, drei Polizei, sehr schön. Auch das haben wir. Jetzt können wir auch abhauen. Vier Polizei und ein rotes Auto und ein Gerüst. Hallo. Die Polizei fährt natürlich weiter, ist klar. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier ein bisschen abhängen können. Zumindest kriege ich so mal ein bisschen Vorsprung. Aber die wollen nicht aufgeben, die Kollegen, hä? Ihr wollt einfach nicht aufgeben. Wahnsinn. Dann halt mal wieder durch die Tankstelle. Sagte ich, ne? Nein. Shit.
Weg, 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 weg hier. Was, wenn ich richtig getroffen habe? Verdammt. Verdammt nochmal. So. Komm schon. Ja, fahr mir hinterher. Braver Kopf. Braver Kopf. Jetzt aber. Jetzt aber, komm schon. Stell, kommt erst in 2 Minuten. Nein, noch einer. Ach, komm schon. Genau, danke für den Schupfer. Habe ich gebraucht. Mein Gott. Ach, Tankstelle ist weg. Hoppala, wo ist die denn hin? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, hey. Tankstelle, die verschwinden doch. Das sind wie Spielhallen, die tauchen auf und verschwinden dann einfach mal. Ja, ja. Ich hätte sowas von abhauen können. Was mache ich? Fahr gegen den Laster. Ja, der Laster, das ist meine Mutter, die will einfach, dass ich zum Mittagessen komme. Um 9.11 Uhr. Mhm. Hui! Fliegender Golf und ich weiß, wer crasht. Du. Sehr schön. So, komm schon. Auf zu den nächsten Verfolgungsstoppern. Oh, er braucht unbedingt ein besseres Fahrwerk. Ich weiß schon, warum Sonny so Probleme gehabt hat. Und der Kopf hat sich festgefahren. Sehr nice. Jetzt sind wir wieder hier. Wo zur Hölle war der? Wo zur Hölle war der ein Polizist? Ich habe keinen gesehen. Keine Ahnung. Manchmal haben die Cops aber auch super Kräfte. Mit runden Blick. Wahrscheinlich können sie auch fliegen. Ja, sie sind Batman und Superman und alles zusammen. Und endlich haben wir's. Sehr gut. Und das ist gleich der Tuning-Hansel. Und dann mal gucken, wie gut der Golf ausgestattet ist. Nitro möchte ich zumindest mal reinhauen. Das können wir jetzt endlich einbauen. Nitro. Ich sehe schon, die Folge hat schon einiges an Länge, ne? Egal. So, wir haben Nitro und damit schon wieder kein Geld. Sehr gut. Sonny hat uns wenig Geld gegeben, aber dafür haben wir ein neues Auto gekriegt. Das ist ja auch schon mal eins nice, würde ich sagen. Weißt du, was auch eins nice war? Ich hoffe, diese Folge, ja. Das war's wieder. Heute. Ich lasse das Auto jetzt mal Natur waschen. Oder auch nicht, weil der Ring gerade aufhört. Auf jeden Fall hoffe ich, es hat dir gefallen. Wenn ja, lass einen dicken Daumen nach oben da, einen Kommentar, wenn es was zu sagen gibt. Natürlich ein Abo, wenn du nichts mehr verpassen willst. Und wir sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Need for Speed Most Wanted. Mach's gut, bis dahin. Servus und Fiat.